Was ist das? Wir haben die Auswahl zwischen einem Penis oder einem Penis. Ich entscheide mich für den Penis. Was geht ab, Leute? Wir spielen heute Tenders Cut. Eigentlich war für heute ein richtiges Video geplant, aber beim Bearbeiten ist mir aufgefallen, dass ich mit dem Text vom Skript, den ich schon eingesprochen habe, so mega unzufrieden war, dass ich dann keinen Bock mehr hatte, das Video zu bearbeiten. Oh, cool, man kann den ausschalten. Und ja, deswegen ein neues Gaming-Video. Ich persönlich denke, dass der Grundgedanke von YouTube für die meisten vollkommen verloren gegangen ist. Viele bilden sich nur noch etwas auf Abos, Klicks, Aufrufen oder Bewertungen etwas ein. Dabei sind es nicht die Zahlen, die zählen. Ich werde die Thematik, die ich in dem Video eigentlich angesprochen hätte, sowieso in anderen Videos nochmal ansprechen. Also von daher, bevor ich das alles zwei, dreimal hier dasselbe mache, habe ich das dann lieber stecken lassen. Was müssen wir hier machen? Wir sind hier in so einem scheiß Raum. Und ich habe keine Ahnung, wer wir sind. Oder was das hier ist. Cool. Irgendwie ist komischerweise in diesem Raum keine einzige Tür, fällt mir gerade auf, außer diese Balkontür hier. Wahnsinn. Erstmal eine rauchen. Wahnsinnsbild übrigens. Oh. Das werde ich der Hausverwaltung melden. Ich würde mal sagen, wir gehen auf den Balkon und genießen diese Wahnsinnsaussicht. Das ist einfach der Hammer. Lass fallen. Oh. Was machen wir jetzt mit dem Aschenbecher voller Asche? Bestimmt müssen wir das hier ins Loch kippen. Wofür brauchen wir den Schlüssel, wenn wir hier keine einzige Tür haben? Dazu ist eigentlich der Aschenbecher da gewesen. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist es das seltsamste Spiel, was ich überhaupt jemals gespielt habe. Alter, wie viele Ameisen sind denn da drin? Komm, wir machen mal die Mucke hier wieder an. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Warum haben wir eine Hand in unserem Blumentopf? Wo ist überhaupt der Rest von dem Typen, dem die Hand gehört? Okay, wir können die nicht mehr da rausholen, also scheinbar gehört die da rein. Vielleicht ist der Rest, der zur Hand gehört, in der Wand drin. Cooles Spiel, ne? Vielleicht wird es eine Art abstraktes Kunstwerk. Wozu brauchen wir diesen Wo kommt die Truhe hierher? The fuck, geh weg, kleines Mistvieh. Ja genau, damit müssen wir jetzt auf den Balkon gehen. Und den Mond anstarren. Und dann warten, bis etwas passiert. Wie auch immer man darauf kommt. Okay, weiter habe ich nicht geguckt. Jetzt haben wir keinen Mond mehr. Aber unser Zimmer ist aufgeräumt, wow. Und wir haben eine Tür. Wie gemütlich. Sind wir hier jetzt bei Harry Potter oder was?
Okay, Leute, ich glaube, das war's. Das war ja wirklich ein voll geiles Spiel. Wir sehen uns später, Bitches. Ciao.